Darf nicht mal so viele Patronen verschießen. Was soll ich denn sonst anziehen? Hallo, herzlich willkommen. Wie ihr sicher mitgekriegt habt. Ja, verschwinde. Sind wir hier sehr beschäftigt heute. Und wir drehen gerade für Game 2, wie man vielleicht sehen kann. Deswegen habe ich mich kurz verspätet und konnte mich nicht mehr umziehen. Aber meine Klamotten liegen da hinten und ich ziehe mich in der nächsten Pause um. Aber was mache ich mit dem Lidstrich? Warum kann da jemand in Erfahrung bringen, warum die Maske so scharf darauf ist, mir immer Lidstrich zu geben. Kein anderer hat das. Weiß nicht warum. Immer bei mir, eine halbe Stunde lang unterm Ohren poolen. Und dann sehe ich so aus. Und den Scheiß kriegst du nicht mehr ab. Das sind Narben, die bleiben fürs Leben. So, wir spielen. Was spielen wir? Okay, wir spielen The Last Guardian. Ich atme erstmal ein bisschen durch. Sieht sehr interessant aus mit diesen Muskeln. Wir spielen Last Guardian und ich hänge immer noch in diesem kleinen Vogelkäfig. Aber jemand wie ich, der lässt sich nicht einkäfigen. Ich bin ein freier Adler, der fliegen muss. Und deswegen versuche ich mich hier irgendwo genau. An in diese Kuhle zu befördern. Ich hoffe, dass das klappt. Weiter haben wir jetzt letztes Mal nicht gespielt. Oh, oh. Um den Käfig zu überleben, muss man selbst im Käfig werden. Was? Komm, stell dich auf. Ich glaube, ich hab's fast. Wenn ich jetzt nur noch... Vielleicht Hilfe? Ja? Ja? Ja! Du musst mich... Nee? Okay, irgendwas will er. Aber seine triefenden, traurigen Augen erkennen nicht, was ich von ihm erwarte. Oh, jetzt! Nee. Ach, das kann nicht euer Ernst sein. Okay. Da bin ich frei wie ein Vogel. Danke. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob du wirklich geholfen hast. Aber das eine Mal hast du mir über den Hubbel geholfen. Dafür kriegst du jetzt... Kriegst du den Nasenstubbler. Nee? Wollte ich doch... Ach du Scheiße, was ist hier? Kommt da etwa jemand? Ist da etwa... Er ist so wütend irgendwie und so. Ja, ist irgendwie erregt. Okay, jetzt legt er sich hin. Weil du so viel gemacht hast. Und ich streichle ihn mal ein bisschen. Adunete Sese Biukuzi, Iwete Kasi, Tunek, Oratu, Ona Kiatu, Awesi. Ich musste mir gerade mal den Ton hier ein bisschen lauter machen. Ich nehme an, ich muss hier weiter. Das ist ja ziemlich offensichtlich. So. Der Muskelfummel muss doch fürchterlich stinken, schreibt ihr. Ich weiß gar nicht, was ihr meint hier. Das Ding ist doch... Guckt es euch an, das ist frisch gewaschen. Das ist ein schwarzes Unterhemd. Ich weiß nicht, was ihr meint. Vielleicht die Patronenkette mal wieder ein bisschen waschen. War schon alles gut. Hoffentlich sieht der Eduard Laser nicht, dass ich mir sein Haar geliehen habe. Und seinen Trainingsplan. Ah nein, doch nicht da, du... Ah, du bist so ein dummer kleiner Junge. Du bist so ein dummer kleiner Junge. Andere Jungen sind viel smarter in deinem Alter. Nicht mein Junge. Gut, mache ich dasselbe eben einfach nochmal. Das geht nicht.
Die Kamera lässt einen nicht so wirklich das Geschehen beobachten. Sie wird immer zurück zu ihrem vorgegebenen Pfad. Und dann eiert man immer so ein bisschen rum. Okay, das könnte sein, dass ich hier vielleicht gar nicht hin muss. Aber ich versuche mal. Solange man zurückgehen kann, würde ich es auch nochmal versuchen. Aber hier endet es, glaube ich, oder? Kann man hier vielleicht noch lang? Nee. Da vielleicht auch nicht! Das tut mir leid. Das war bewusst. Ich habe ihn geopfert. Ich wollte wissen, ob ich hier springen kann. Ist mir egal. Kümmert mich nicht. Ich weiß ja, er kommt außerdem eh wieder. Ich brauche jetzt also erstmal eine Barrel, ein Fass. Soll ich vielleicht einfach hier rein? Klingt natürlich erstmal dumm. Warum sollte ich nochmal in den Käfig? Aber es scheint der einzige mögliche Weg zu sein. Ich suche eigentlich ja erstmal nur ein Fass. Das kann ich ja theoretisch auch mit dem Lift wieder nach oben transportieren. Geht's hier vielleicht weiter? Hier ist ja gar nichts. Und du? Nee. Das ist ja seltsam. Da ist was. Moment, hier. Ha. Komme ich da hoch? Nein. Vielleicht hier rüber? Jetzt hänge ich aber gerade ein bisschen. Ist das hier Moos links? Nein, auch nicht. Irgendwas, woran ich klettern kann? Jäger führt sie. Aus sie. Atiketisa Gyazi, Awizi. Atamiji, Yetunetu, Yebeso Oi Yoroi, Iniati Irata. Okay. Jetzt muss ich gerade gucken, eben war ja noch ein Helm in meinem anderen Gefängnis, aber hier habe ich jetzt noch keinen gesehen. Liegt hier irgendwo ein Helm? Hier ist doch keiner, oder? Nee, da fehlt ja ein Helm. Es ist furchtbar schwer, hier was zu erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das spiegelt ganz schön. Ich guck mal in den... Schreibt mal alle, er muss den Helm vom Käfig nehmen. Also soll ich vielleicht einfach nochmal hochgehen? Vielleicht ist das ja der Trick, weil ich weiß, dass in einem anderen... Ja, so wird's wohl sein. Ich weiß, dass in einem anderen Käfig ein Helm war. Den nehme ich jetzt einfach mit runter. Ich ziehe ihn mit mir in die Dunkelheit. Aber vorher muss ich nochmal hoch. Ein sehr unpraktisches Liftsystem. Und er tut hier, als hätte er wirklich viel gemacht. Das ist aber interessant, denn diese Helme hat man ja vorher auch schon öfter mal gesehen und gefunden. Die liegen natürlich auch jedes Mal rum, wenn einer der Wächter erledigt wird. Und ich habe aber auch schon diverse Körper gesehen ohne Kopf. Was mich jetzt interessieren würde, wenn man zum zweiten Mal spielt, ob man da vielleicht irgendwelche extra Fässer oder irgendwas bekommen kann, ob es da irgendwelche zusätzlichen Räume gibt, die man freischalten kann oder. Naja, es ist ja kein Metroidvania-artiges Spiel, also gehe ich davon mal nicht aus. Okay. Toll! Da saugt er ihn sich an. Na super! Ja, was hätte auch passieren müssen? Natürlich jagt er mich jetzt. Aber ist da jetzt nicht Platz? Also kann ich nicht durch seinen Gang durch? Ja, kann ich. Da ist ein Fass. Scheiße, was mache ich denn jetzt?
Frage ist so ein bisschen, wo will er mich jetzt hinschleppen? Okay, zum Glück vom Fass weg und zu seiner Tür da links. Oh Gott, ob ich das rechtzeitig nehmen kann? Ja. Ah, okay. Das wird richtiger, nerviger Krampf gleich. Das kann man jetzt schon erahnen. Ich muss ihn weglocken, dann muss ich zum Fass gehen und dann bin ich langsamer. Und dann kriegt er mich wieder und dann dauert das alles richtig lange und macht mich sehr wütend. Das ist der Fahrplan für die kommenden 2 Minuten. Bitte schalten Sie nicht ab. Kann er mich überhaupt hier kriegen? Nein, er bleibt einfach nur stehen. Gut. Ah! Das schon wieder. So, jetzt muss ich nur noch hochwerfen, oder? Ach, geil. Dauert doch nicht so lang. Tschüss! Viel Spaß, die nächsten 1000 Jahre hier ohne Besuch rumzugammeln. Ist sicher sehr unterhaltsam, ganz ohne Netflix, Fußball. Tschüss! Das hat er sich jetzt aber echt verdient. Das ist eine sehr große Genugtuung. Moment, weiß Simon, dass er sie umschubsen und den Kopf abreißen kann? Aber nee, das habe ich gerade wirklich zum ersten Mal erfahren. Das ist ja sehr, sehr gut zu wissen. Das werde ich auch gleich mal probieren, sobald ich wieder einen sehe. Schnapp zu! Na, jetzt hab dich doch nicht so. Ein ganzes Fass voller, wundervoller Schmetterlinge. Und er will nicht. Das war jetzt wahrscheinlich zu weit. Ah, komm! Das ist ja also der Gipfel der Faulheit. Glück? Das ist ja richtig gut. So, weiter geht die wilde Fahrt. Alles einsteigen. Türen schließen sich automatisch. Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen. Ich weiß, es könnte natürlich sein, dass wir hier jetzt einfach weiter müssen. Dass wir sozusagen wieder zurück müssen. Hier scheint es ja nicht weiterzugehen. Wo schaut er denn hin? Der ist doch wegen irgendwas wütend. Was schreibt ihr? Nein, nichts. Ja, ich lasse ihn mal ein bisschen rumgucken. Wenn wir jetzt ein Trampolin hätten, könnte er mich eventuell hier oben durch das Loch schießen. Kann ich da an die Kette? Nein, da ist ein... Da seht ihr, da ist so ein Spitzenring drum. Das heißt, ich kann da nicht weiterklettern. Hier irgendwo rumspringen. Na komm, mach mal. Schon sehr interessant. Wenn man ihn einfach laufen lässt, kommt man gerne immer wieder zur Lösung des Rätsels. Das haben sie echt geschickt gemacht. Oh nein, willst du jetzt da auf diese kleinen Dinger drauf? Na gut, komm. Dann mach es. Oh Gott, nein, jetzt habe ich ihn verwirrt. Das war doch richtig. Oder vielleicht... Aha, okay, aber von hier? Was machst du denn von hier oben jetzt? Oh, kann ich mich da dranhängen? Ist das hier, gibt es hier eine Möglichkeit? Jetzt ist er wieder weg. Okay. Ich glaube, ich muss da zu den Säulen. Ich schicke ihn mal zu den Säulen. Gucken, wie er darauf reagiert. Nee.
Na, ich glaube, jetzt macht er das, was ich eigentlich wollte. Cool. Ja, das ist der richtige Weg, denn der ist sehr gefährlich und sieht spektakulär aus. Das sind immer die spektakulären, gefährlichen Wege in The Last Guardian, die gewählt werden am Ende. Ich nehme an, wir müssen irgendwo noch weiter hoch. Ja, dahin. Jetzt hüpf doch schon. Ich surf dich. Lars. Der macht's. Okay. Mein Sprung für echte Männer. Jetzt bitte. Gute Frage, vielleicht da ganz hoch. Oder du guckst schon wieder woanders hin? Oh! Das hab ich nicht mal gesehen. Hat er mit seinen Katzenaugen erspäht. Ich mach gar nichts mehr mittlerweile. Ich warte einfach nur darauf, was er als nächstes macht. Oh, geht's ganz hoch? Okay, ich glaube, es geht da ganz hoch. Wow! Jetzt sind wir tatsächlich ganz am Anfang und können wieder durch das Loch raus auf unsere eigentliche Abenteuertour. Das hier war eine kleine Abkürzung, über die wir nie wieder reden. Ich streichel ihn mal, das hat er sich verdient. Schön durchs Horn geklippt. Wirst du von mir. Ja, da ist doch nichts. Du musst da hochspringen, da wo du hergekommen bist. Geht es nicht? Das geht wahrscheinlich nicht. Da guckt er selbst komisch. Kann er sich wahrscheinlich nicht vorstellen, da hochzukommen. Ach, komm. Und? Ja, komm, mach es! Yes! Nein! Kämpfe! Kämpfe um mein Leben, Lars! Ach, er ist schon wirklich, er ist Reinhold Monster. Monster. Reinhold Monster. Noch weiter? Wenn er sich nicht mehr so viel Zeit lassen würde zwischen seinen Entscheidungen. Du willst es doch auch. Soll ich dir noch ein Zeichen geben, oder? Na gut. Mal gucken. Jetzt mach das. Oh, Entschuldigung, bin ein bisschen krank. Okay, weiter. Ah, ich glaube, jetzt ist sogar ein Punkt, wo ich mal abspringen muss. Doch nicht. Hat er erwartet, hier wäre irgendwo ein Schalter, aber es war doch nur eine Fackel. Was ist mit dir? Hier ist auch nichts. Das sieht fast aus wie die Stelle, an der wir schon mal waren. Ich hoffe, wir sind nicht irgendwie im Kreis gelaufen. Das würde ich nicht ertragen. Ah, ist auch ein schöner Moment, oder? Das sieht wirklich toll aus. Ja! Da flattern die Ohren im Wind. Was ist denn da schon wieder? Ist da schon wieder irgendein Bösewicht? Ah, man sieht da hinten irgendwas. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob da... Ich habe nichts gesehen eigentlich. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nichts gesehen. Kennt ihr das? Alle Katzenbesitzer kennen das, dass die Katze teilweise wahllos Dinge im Raum anstarrt oder Löcher in die Luft starrt. Und man jedes Mal denkt, vielleicht sieht die Katze auch einfach nur mehr als ich und da ist jemand. Das... ist ein Gedanke, den ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen solltet, sobald eure Katze mal wieder anfängt, irgendwelche Phantomdinge zu sehen. Vielleicht ist da ja was. Vielleicht kann euer Gehirn das einfach nicht wahrnehmen, weil die Erkenntnis, die daraus kommen würde, zu grässlich wäre. Und deswegen entscheidet sich euer Gehirn einfach zu sagen, da ist gar nichts. Haha, ist gar nichts. Was just a prank.
So, und jetzt? Ach, muss ich hier links? Nein, auch nicht. Schwierig. Weiß nicht genau. Hier vorne? Ach, das ist ja gar nicht... Ich dachte, hier hört's auf, aber das geht ja noch viel weiter. Führt nirgendwo hin. Aber der hat doch irgendwas. Irgendwas ist mit Lars. Aber ich habe jetzt auch keine Zeit, mich ständig um ihn zu kümmern. Ah. Kann ich da? Doch, ich kann da ganz sicher. Nein! Oh, gut. Hier wollte ich hin. Eine Etage tiefer. Ach, das war gar keine Etage. Ja, wer soll das denn wissen? Jetzt mal im Ernst, wer soll denn wissen, dass er sich dann nie, an dieser einen Sache nicht festhält? Der hält sich an allem fest. Ach. Okay. Wir haben schon viel Zeit verloren heute durch meine Verspätung und durch meine Dummheit. Deswegen würde ich gerne sinnvoll weiterkommen. Hier ist nichts. Hier geht es nur sehr, sehr tief nach unten. Hier war ich gerade eben, hier hört es auf. Oben komme ich nirgendwo hin. Ich nehme fast an, dann muss ich wohl, Moment, hier links nochmal gucken. Und dann muss ich wohl wieder in die Mitte durch. Oder soll ich einfach nochmal auf ihn drauf? Moment, was ist das hier unten? Nee. Okay. Ich kann auch einfach versuchen, nochmal auf ihn drauf zu hüpfen. Oh, ihr sagt es mir auch gerade, jetzt in der Sekunde lese ich es, setz dich auf Lars und er macht den Rest. Das habe ich gern. Kann ich endlich auch mal unten liegen? Ja, warte nun. Jetzt, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Tu was. Nein, nicht das. Kannst du nur zwei Sachen machen, du kannst doch noch eine dritte. Erinnerst du dich? Diese krassen Luftsprünge. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Wo will er denn hin? Hier ist doch gar nichts. Ah, nee, er guckt nur. Dachte, er will springen. Aber ich sehe echt keinen Weg weiter hier. Wüsste nicht, wo lang. Er macht auch nichts. Da hängen auch schon wieder irgendwelche Mosaikfenster. Ja, was soll er auch machen? Nein, nein, nein. Das hat nicht funktioniert. War keine gute Idee. Lass ihn doch mal los. Der Junge ist echt selten dämlich. Merkt ihr, er hält sich an allem fest. Nur dann nicht, wenn man es von ihm erwartet. Vielleicht kann ich hier irgendwo hin. Ja, das sieht gut aus. Okay, jetzt bin ich bis zum Ende des Universums geklettert. Oh, dann habe ich irgendwie keine Ahnung, wo ich lang muss. Vielleicht, ich bewege mal die Kamera, ist irgendwas auf der anderen Seite. Aber das wirkte doch schon richtig. Wo geht's denn hier hin? Auch nirgendwo. Ach, Kamera. Das wird nichts mehr mit dir und mir. Ich guck mal in den Chat. Lass dich fallen.
mit Trico links draußen entlang. Links, also dann wirklich diesen Weg. Okay, wir versuchen es mal. Ich lasse mich fallen. Fang mich! Fang mich! Scheiße. Ja. Ich dachte wirklich, dass man eigentlich nicht sterben kann, es sei denn, man springt wirklich in den Abgrund. Normalerweise bricht man sich mal einen Knöchel, das heilt aber sofort wieder. Kein Problem. Ne? Da habe ich schon ganz andere Sachen, da habe ich mich schon ganz anders selbst versorgt. Aber gut, er ist ein kleiner Junge, der muss das noch lernen, das Überleben in der Wildnis. Jetzt weg, Symbole. Wir starten nochmal neu. Ich gehe jetzt einfach links rum. Im Grunde war es doch der schnellste Weg nach unten, seien wir doch ehrlich. Okay. Hier ist immer noch kein Weg. Nee. Oh, vielleicht könnte er da hochhüpfen, ja. Gucken wir mal, ob er mitläuft. Ja, spring nun! Spring wie ein Geißbock! Nee, er will einfach nicht. Jetzt komm! Du bist ein Huhn! Er will einfach nicht. Okay, dann ein letztes Mal ein Zeichen. Vielleicht jetzt. Komm, du passt da doch hin. Ja. Es ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn er endlich loshüpft. Es ist schwer in Worte zu fassen. Es ist, als würde man selbst sich auf diesen enormen Sprung vorbereiten und ihn dann endlich tätigen. Und wirklich jedes Mal so ein inneres Ausatmen. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass er so sportlich ist. Der ist ja wirklich enorm beweglich. Am Anfang denkt man ja, der kann eigentlich nicht viel, außer mal irgendwo eine Böschung hochhüpfen, aber was der hier macht, das ist ja Bergziegen-Style. Okay, hier nehme ich jetzt einfach mal an, weil schon überall die Symbole meiner zukünftigen Kletterei zu sehen sind, muss ich anhalten. Und irgendwas öffnen, wahrscheinlich dieses Tor hier. Oh. Falls ihr im Chat eine ungefähre Einschätzung habt, wie weit wir hier sind, würde mich das ohne Spoiler bitte mal sehr interessieren, denn wir haben jetzt noch heute eine Stunde ungefähr, morgen nochmal zwei und dann gehen wir erstmal sozusagen in die Weihnachtspause, also nur was dieses Spiel angeht, wir haben natürlich tausend andere Sachen, die laufen werden, viele Premieren, aber mit dem Spiel muss ich dann aufhören, weil ich dann nach Hause fahre. Und ich würde mir wünschen, dass ich es morgen noch schaffe. Deswegen bin ich teilweise jetzt auch ein kleines bisschen gehetzt. 70-80%, ja, das sieht doch gut aus. Das heißt, ich könnte mit 3-4 Stunden, wenn ich jetzt nicht zu viele dämliche Denkfehler einbaue, könnte ich hinkommen. Okay, da brauche ich schon mal gar nicht hochklettern. Jetzt hätte ich um ein Haar, hätte ich Lars vergessen. Und bin jetzt einfach in Richtung Ziel gelaufen. Du schaffst das. Geh doch einfach mal durch das Tor. Verschmelz mit dem Tor. Da ist das Tor. Verdammt. Oh, und da ist der Öffner. Das nenne ich doch mal ein einfaches Rätsel. Sowas habe ich gern. Zack. Oh, jetzt will ich mir kurz mal eine schöne Kameraperspektive holen, sodass man sieht, wie er jetzt hier so reinkommt, majestätisch, in diese riesigen Hallen. Toll. Ich hab ihn gerne. Ihr habt ihn lieb. Komm,
streicheln. Ach, ich mag ihn schon. Man muss auch mehr streicheln. Die Leute im Chat haben mir schon gesagt, ich streichel zu wenig. Aber vielleicht streichle ich ja, wenn die Kameras aus sind. Tatsächlich kümmere ich mich dann meistens immer noch mal kurz um ihn, mache irgendwie ein bisschen was. Streichle ihm die Wunden weg und. Damit er mir auch nicht böse ist. Oh. Apropos, damit er mir nicht böse ist. Genau sowas wird hier wahrscheinlich gleich wieder passieren. Denn das letzte Mal wurde er stinkwütend, als wir in so einen Bereich gegangen sind, weil irgendwas mit ihm passiert ist. Soll ich es wirklich wagen? Eigentlich sehe ich hier unten nicht viel. Außer zwei Wächtern. Und eine verschlossene Tür. Ja, er ahnt schon, was kommt. Komm, wir müssen es machen. Also, du und ich muss eigentlich nur warten. Jetzt springt er runter und wird sauer. Und dann kommen diese Elektroschocks. Manipulative Psi-Strahlung aktiviert. Sie sind nun ein Kürbis. Sie sind ein Kürbis. Na, was noch? Alles gut? Oh nein, er ist böse! Jetzt zappt er ein bisschen durchs Programm. Oh shit! Kann ich mich nicht an ihm festhalten? Ja, aber du wusstest doch, dass das passiert. Kleiner Bo. Oh, hat er mich jetzt gefressen? Hat er mich jetzt gefressen? Er hat mich gefressen. Er hat mich einfach gefressen. Hab's und dann war ich weg. Ich hoffe, dass es jetzt genauso weitergeht. Ja, wie beim letzten Mal, als das passiert ist, nämlich ohne, dass das irgendwie erklärt oder angesprochen wird. Aber das ist ja spannend, eine richtige Videosequenz. Der hat ja richtige Flügel. Wie geil ist das denn? Davon spreche ich doch die ganze Zeit. Ah, die beiden hatten eine verbotene Beziehung. Und deswegen wurden sie beide eingesperrt. Denn es darf nicht sein, was nicht sein kann. Es ist die verbotene Liebe zwischen einem kleinen Jungen und einem gigantischen Riesen. Katzun. Okay. Das ist gar nicht, das ist nicht das, was ich meine. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Ich wollte, jetzt regt das doch nicht alle auf. Also wir fühlen hier ein bisschen Ohren. Lass mich erst mal erklären. Also, folgendes. Aber das ist ja unfassbar. Unfassbar, die Szenen. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Was hat er denn falsch gemacht? Er hat doch nur einen kleinen Jungen gegessen. Das haben wir alle schon mal gemacht, den Fehler. Ja.
Mann, du kannst doch fliegen, dann hau doch einfach ab. Flieg! Oh, ist wundervoll. Er kann es wirklich. Ob man uns dafür belangen kann? Hat er einfach den Jungen gemobst, weil er auch dieselben Augen hatte. Die haben dem gefallen. Da hat er sich gedacht, den nehme ich mit. Aber da hätte ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet, dass man das erklärt bekommt. Also, dass man überhaupt diese Vorgeschichte... Ist ja schon mal ziemlich cool. Ich bin jetzt ruhig. Nehmen wir mal das Bild weg. Das braucht jetzt keiner. Es ist sowas von die unendliche Geschichte gerade. Autsch. Gott. Oh Gott, oh Gott. Und ihr denkt, ihr habt einen scheiß Montag. Oh. Gerettet in einem Haufen von Lars Glibber. Der hat mich tätowiert, der Bastard. Der hat mich nicht um Erlaubnis gefragt. Wunderschönes Magentattoo. Wow, das war sehr interessant. Wir müssen kurz in die Werbung, aber ich... drück hier erst nochmal alles weg und falls danach noch ein paar Szenen kommen, werde ich die... Ach nee, komm, was soll's. Wir lassen das einfach mal so voll, die Hieroglyphen hier, den Bildschirm voll malen und warten einfach die Werbung ab. Das wird schon hinhauen. Okay, wir können jetzt zu mir. Ja, erstmal danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr dabei bleibt. Es wird sehr spannend. Ich habe 1000 Fragezeichen, aber auch ein paar Ausrufezeichen. Insofern wird es gleich sicher auch noch mehr zu diskutieren geben. Bei Last Guardian hier bei uns. Bis gleich nach der Werbung.